Hey ho, Leute. So, ich möchte euch mal zeigen, was man alles so aus Mining rausholen kann. Einmal habe ich hier ein XRP-Faucet. Ja, ich hoffe, dass ihr mir das irgendwann mal auspayt. Ja, also, es ist alles von denselben Machern letztendlich. Hier, dieser CoinTipi, der soll ganz nice sein. Hier, BD Coin Mining versuche ich gerade. Ja, da haben Leute schon positive Kommentare drüber abgegeben. Glauben aber genauso wie ich, dass man die 0,1 Auszahlungsgrenze, die man dort erreichen soll, nicht ganz erreichen wird. Weil ist ein bisschen schwierig. Guck mal, was ist mit Auszahlung? Genau, Withdrawal. Da steht es 0,1 Withdrawal Reach Minimum. Oh Mann, ey, so ist das Leben. Hauptsache, ich mache das nicht umsonst. Deswegen, das würde ich euch erstmal nicht empfehlen. Ich würde euch erstmal empfehlen, sowas wie Wombat auszuprobieren. Wombat. Dabei geht es um NFT Gaming. Ja. Mit diesen NFTs könnt ihr dann irgendwann wieder eure Coins auszahlen lassen. Ja. Hier könnt ihr eure Wombats, eure Womba Coins, könnt ihr hier investieren. Kriegt dann 0,08 US-Dollar in Satoshi ausgezahlt. Ja, und das kriegt ihr eben halt dadurch, dass ihr hier zockt. Ja, jetzt guck ich mal, ob ich mir hier ein Game runterlade, extra für euch mal schnell. Ob es irgendeins gibt, was mir gefällt. Das ist nämlich die Sache dabei. Die Spiele sind alle nicht so geil. Ja, ich kann mal Stony probieren. Dann gucke ich mir mal die Voraussetzung für die Rewards an. Ah, was sagt er dort? Ah ja, Insta the Game 1000 Wombats. Okay, na, dann machen wir das mal. Und dann gehen wir auch gleich durch das Tutorial. Und dann holen wir uns die Wombats raus. Aber während das hier lädt, kann ich euch noch eine Seite zeigen, einfach so nebenbei. Ja. Das ist nämlich autoclaim.in. Ist so wie Dutchie Corps Auto Faucet oder Final Auto Claim oder autofaucet.org. Die heißen alle unterschiedlich, funktioniert aber letztendlich alle gleich. Ich hoffe, dass er mir hier das Recapture anzeigt. Das zeigt er mir nämlich ungern im Browser an. Ah ja, da macht das. Gehe ich mal mein Username ein. Ja, Passwort. So, und da habe ich schon meine Hashes. Die Hashes können dann in Coins umgewandelt werden. Ja, jetzt muss ich nur schnell mein Passwort ändern. Ich mache mal kurz auf Pause. So, das ist jetzt hier gerade dabei, genau dies zu tun. Währenddessen können wir schon mal in Stonies rein. Schauen wir mal, was uns das sagt. Ob das Game Bock macht. Okay, da haben wir so einen Pilz. Was kann ich mit dem Pilz machen? Oh, ihn ernten. Was kann ich mit ihm machen? Kann ich ihm was zu essen geben? Ja, aber klar. Da kann ich dann die Beeren abholzen. Oh Mann, macht das eine Laune. Also so eine Laune macht das Game echt nicht.
Ah ja, jetzt muss ich hier weitermachen, wa? Okay, Leute, das tue ich euch jetzt echt nicht an. Aber gehen wir mal raus, gehen wir mal wieder in Wombat rein. Und schauen mal dort. Vielleicht haben wir was bekommen. Er sagt nämlich nur play the game. Ah ja, er wollte aber wahrscheinlich auch, dass man das Intro fertig macht. Tja, dann ist das so, dann haben wir halt jetzt nichts bekommen. Ist auch nicht so schlimm. Wollt euch auch nicht länger aufhalten. Hier könnt ihr euch noch kurz gucken. Kernlaut Jutta kriegt ihr nicht mehr bei Aptoide, kriegt ihr beim Play Store nicht mehr. Kernlaut Jutta ist aber eine Top-App. Würde ich immer weiterempfehlen. Habe ich immer 2012 bis 2020 benutzt. Ja, ist auch noch auf dem S3 drauf. Kann man gut mit was bei rausholen. Man kann auch übertakten. Zum Beispiel, wenn man Custom Kernels hat, so wie beim Samsung Galaxy S7 oder so. Nur, warum soll ich jetzt auf 2,4 GHz takten? Das ist viel zu übertrieben. Das verändert sich auch sowieso immer wieder. Das geht nicht. Also es geht schon, aber wahrscheinlich nicht mit der App. Naja, dann passt das so. Wird schon hinkommen. Alles klar, Leute. Verschleudert schön eure Steuern. Schön immer in die Baerbock rein investieren. Schön immer in die Außenministerium. Schön immer Steuergelder verschwenden für die Polizei, die eure Kinder tötet. Macht's gut, Leute, und haut darin.